Le Castellet am 19. Oktober, gut ein Vierteljahr nach seinem Unfall. Karl Wendlinger, für viele Kritiker eine Mischung aus Phönix und Verrücktem, steigt erstmals wieder in seinen schwarzen C13. Erinnern kann er sich nicht mehr an das, was in Monte Carlo geschah. Und vielleicht verlaufen die ersten Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard auch deshalb so positiv für den Langen aus Kufstein. Zum Hauptproblem wird das erneute Herantasten an den optimalen Bremspunkt. Es war ein sehr schönes Gefühl. Es war natürlich ein fremdes Gefühl im Moment, im ersten Moment, weil solche Autos ja extrem schnell sind, schwierig zum Fahren sind und deswegen habe ich einige Runden gebraucht, um einfach ein gewisses Limit heranzufinden. Aber im Großen und Ganzen war es ein sehr schönes Gefühl. Starke Kopfschmerzen verhindern dennoch weitere Kilometer. Anfang Dezember wird sich bei erneuten Tests entscheiden, ob Karl Wendlinger auch im nächsten Jahr für Sauber Formel 1 fährt.